Digga, ich liebe die Karre ja so, ne? Muss es jetzt sein, dass er da Geschichten über Porsche erzählt? Wovon lebst du jetzt eigentlich? So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Es ist 10 nach 7. Dann nehme ich mal so ein bisschen mit durch den Tag, was so angeht, was so anders ist und versuche mal so auf Fragen einzugehen, die ihr mir regelmäßig stellt, wo ich gar nicht so genau weiß, was ich sagen soll. Einfach nur, was ist jetzt anders? Was ich tatsächlich oft höre, ist, wovon lebst du jetzt eigentlich? Also weil natürlich, was man so sieht, sind immer irgendwelche Videos, in denen man Sport treibt, weil von Sport kann man wohl keiner lieben. Man sieht, wie ich irgendwie abhänge, aber natürlich kann ich immer nur dann Videos drehen, wenn ich gerade nicht arbeite. Da versuche ich mal so ein bisschen drauf einzugehen, kann euch ein bisschen was erzählen und zeigen und nehme euch mit und muss halt auch trainieren, da kann ich euch auch mitnehmen. Wie gut das geht, muss man mal sehen. Ich bin ein kleines bisschen angeditscht. Auch das erzähle ich euch nachher nochmal in Ruhe. So, ich nehme mein Käffchen hier und gehe an meinen Arbeitsplatz. Die Kinder werden langsam fertig gemacht oben. Für mich beginnt der Tag einfach, indem ich jetzt online gehe und wenn ich mal einen Sport mache. Das ist schon mal die erste Veränderung. Ne? Normalerweise müsste ich, wenn ich angenommen, ich habe jetzt um 7:15 meinen ersten Termin, das ist recht früh, ungewöhnlich zum Beispiel. Und normalerweise müsste ich dafür um 7:15 in der Box sein. Also was weiß ich, wann aufstehen, losfahren. Meine Kinder würden mich wahrscheinlich nicht sehen, was jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Das geht wahrscheinlich vielen so, dass man die Kinder morgens nicht sieht, wenn man früh arbeiten muss. Aber ja, dank Corona kommen die Leute quasi zu mir nach Hause in mein Wohnzimmer. Sie online. Das ist eigentlich so. Eigentlich könnte das Video jetzt schon zu Ende sein, denn das ist eigentlich so ungefähr die geilste Veränderung. Ich habe mehr Zeit mit meinen Kids. Und jeden Morgen mit den Kids im Bett zu liegen und zu kuscheln ist absolut priceless. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du Bock? Ich habe Bock, aber ich bin müde. Okay. Cool. Hätten wir das. Nächste Woche hast du schon was? Oder 7:15 auch gern wieder? Das ist ja vielleicht. Der härteste Job der Welt. Britta ist durch. Und ich gehe jetzt einkaufen. Dreiviertel Stunde Zeit bis zum nächsten Termin, der dann zu mir in den Garten kommt. Aber jetzt erstmal Rucki zucki einkaufen. Das ist auch lecker, ne? Da geht man in sein Auto und dann sieht man, dass man die Sporttasche vom Tag vorher noch drin hat. Richtig lecker. Für die, die sich wundern, das kann man an dieser Stelle ja auch ruhig mal erwähnen, mein Auto ist mal wieder zum Schickmachen. Ich habe einen kleinen Ditcher gehabt und und es wird gerade bei Porsche ein bisschen hübsch gemacht, neu poliert. Und, das muss ich auch einfach mal sagen, Porsche ist richtig gut, vielen Dank nochmal. Auch Nico an dich, ich weiß, dass du das guckst. Wenn mein Auto da ist, zur Reparatur oder irgendwas, bekomme ich immer einen nicen Ersatzwagen. Und zwar ohne groß nachzufragen und vor allem ohne drauf zu zahlen. Das ist doch nett, ne? Das heißt, das habe ich vorher bei diversen Autohändlern nicht gehabt. Da hatte ich immer das Theater, wie jeder normale Mensch auch. Auto abgeben, ja, wie lange braucht ihr? Oh, was mache ich denn in der Zeit und sowas? Porsche Deluxe, vielen Dank. So, Nuri, einkaufen? Ja. Nuri hat schon Sportklamotten an, denn nach dem Einkaufen habe ich noch einen Termin. Und nach dem Termin, was liegt bei dir an? Fußballcamp. Sommerferien. Ja. Muss es jetzt sein, dass er da Geschichten über Porsche erzählt. Aber ich hätte ja gesagt, ich erzähle euch einfach mal so, was hier heute so abgeht und was so neu ist und was anders ist. Und da gehört das normalerweise, gehört das nun mal zu. Und jetzt geht's einkaufen. Jetzt mein Lieblingsaccessoire. Die Kacke hier. Nee, muss ich über die Nase ziehen. Mach ich auch. Warum trägt Nuri eigentlich, herzlich willkommen bei Edeka, warum trägt Nuri eigentlich hier das Leergut?
Das ist immer so ein Deal zwischen Nuri und mir, dass wenn er das Leergut abgibt, also mir quasi beim Einkauf hilft, dann kann er quasi den Pfand behalten und so ein bisschen Geld sparen. Und ja, kann sich quasi selbst überlegen, ob er danach das Geld für einen Comic auf den Kopf hat oder ob er das Geld spart. Na gut. Eingekauft ist. Nuri, vergisst du dein Portemonnaie nicht? An die, die da draußen auch Kinder haben. Sind eure Kinder auch immer manchmal noch so verpeilt? Naja, jedenfalls, heute wird das Leergut in einen Comic investiert. Was wird's denn eigentlich? Was ist das für ein Comic? Spider-Man Comic. Du wolltest mich jetzt. Spider-Man. Ja, hau rein. So, Ligi, einsteigen. So. Ach, eingekauft. Ja, Eier unter anderem. Ich zeige euch, was ich gerade einkaufe. Ne? Das, muss ich sagen. Ich glaube, dass nur eine Frage, die immer häufiger gestellt wird, leben deine Kinder jetzt eigentlich auch vegan und so? Meine Family? Nee, natürlich nicht. Und ich weiß auch noch, wie gesagt, nicht, wie lange ich noch. Aber hier soll es heute gar nicht um vegan gehen in meiner Ernährung. Deswegen muss ich den Einkauf nicht unbedingt zeigen. Was ich euch allerdings zeigen könnte, ist, was sich verändert hat, mein Frühstück. Jetzt geht es doch wieder um die Ernährung. Ne? Denn das ist gar nicht so anders als vorher. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, bevor mein nächster Termin kommt, hier in meinem Garten. Mein Frühstück ist jetzt geiler als vorher. Oder schmeckt mir besser als vorher. Mein Essen, mein Frühstück, genau, besteht aus. Ich kann euch sogar die Gramm nennen, wenn ihr möchtet. Also, ich gönne mir hier immer Haferflocken, meistens nach dem Training nachher, 80 Gramm. Dazu, und es schmeckt wirklich, Multipower, ja, vegan, Protein, davon nur so 30, 40 Gramm, haue ich quasi auf die Haferflocken und dann heißes Wasser drauf und zermenge das so, das schmeckt dann quasi immer wie so Schokomüsli. Schmeckt einfach geil. Also wirklich, wirklich richtig gut. Darauf kloppe ich dann immer so sowas hier, der ist auch vegan. Sonst war es immer Skyr, das schmeckt ja eher nach nix. Und jetzt ist es quasi Skyr, Style, Mango, wie auch immer. Davon immer so, ich glaube Protein ist da überschaubar, aber deswegen ja das Proteinpulver. 200, 250, manchmal auch mehr Gramm. Also einen ordentlichen Batzen. Ganz geil. Darauf irgendwelche Früchte. Heute werden es Erdbeeren. Heute gönne ich mir irgendwie Erdbeeren. Auch nochmal so 250 Gramm. Also richtig gibi. Darauf dann immer noch hier Tülü, Banane. Nicht viel, also 60 Gramm oder so. Es ist jetzt nicht im Sinne von, ich brauche 60 Gramm, damit das Training, einfach weil ich Bock drauf habe. Ne? Und nach der Banane kloppe ich immer noch Zimt. Drauf. Das ist ein richtiger Haufen und das schmeckt einfach mal geil. Also und es schmeckt geiler als vorher. Also sollte ich morgen oder übermorgen oder so wieder anfangen normal zu essen, werde ich bei diesem Frühstück bleiben. Es schmeckt nämlich viel geiler als vorher und es bekommen wir. In 4 Minuten taucht Christoph hier auf. Ich bereite mein Frühstück schon mal vor und dann muss ich ein bisschen mal lochen. Ne? Das war der Termin für heute. So viel zu der Fadi. Tingelt immer nur rum. Nur sitzt jetzt gerade im Wohnzimmer und genießt seinen neuen Comic. Es ist 9 Uhr. Ihr seht, auch ich faulenze nicht immer nur rum. Draußen pisst es übrigens. Naja, nicht doll, aber ein bisschen. Hamburger Niesel. Bis nachher, ich hol dich ab. Ja? Okay. Tschüss. Tschüss. So. Fußballcamp. Termin durch. Nuri zum Fußballcamp gebracht. Ja, so sieht's hier aus. Ich und Fußball ist ja eh so eine Sache. Nuri spielt gern, also warum nicht, soll er es machen. Noch mehr Bock hat er auf CrossFit, also nicht weil ich ihn dahin lenke, sondern ist einfach so, hat er mehr Bock drauf. Aber das ist schon geil, also die kümmern sich schon, das ist manchmal aber auch so eine Sache. Zum Beispiel gibt's hier, kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Im Fußballcamp gibt es natürlich auch Mittagessen. Ja, das heißt, ich mache den ganzen Tag Sport und trainieren. Spielerisch, aber trainieren. Und was gibt es zum Mittag?
Pizza und Pommes. So, das, das ist eh so eine Sache, finde ich. Ach Mensch, guck, da fällt mir ein. Das ist eh so eine Sache. Ich frage mich ja manchmal, warum sind, auch wenn man essen geht, ne, warum besteht der Kinderteller eigentlich immer nur aus Pommes, irgendwelche Kroketten und so. Kann mir das jemand erklären? So, und wenn man sagt, Mensch, ich würde mich freuen, wenn mein Kind auch ein bisschen was Ordentliches isst, ist man natürlich immer gleich der überbesorgte Papa. Wie auch immer. Für mich, es ist jetzt 10 Uhr, geht es jetzt mit dem Auto in die Box. Dort werde ich trainieren. Ich muss mal gucken, was ich machen kann. Ich habe mir nämlich hier am Schlüsselbein, das kann ich nachher mal zeigen, Schlüsselbein zerwichst beim Re-Racken. Also wenn zu auf die Stange raufknallt, dann tut es schon mal weh, man kennt das. Manchmal sind die blau und da hat sich irgendwie so ein ätzendes Hämaton gebildet. Irgendwie so ein, sieht aus wie so ein Riesenpickel. Sie, klingt witzig, tut aber Hölle weh, also da ist nichts mit Gewicht absetzen. Mal sehen. Den Weg dahin verbringe ich immer mit Telefonaten. Das heißt, auch ich habe natürlich so Telefonate zu führen, muss ein paar Leute zurückrufen, also zum Beispiel Kunden anrufen. Das heißt, ich habe manchmal so Anfragen nach Trainingsplänen. Ein paar von euch werden das kennen. Das heißt, wenn ich mit euch telefoniere, sitze ich meistens im Auto. Den werde ich telefonieren, den erklären, wie das so vonstatten geht und so weiter. Und wie man das angeht, wann man das angeht und so weiter, was ich von den Leuten noch brauche, damit der Trainingsplan starten kann. Dann telefoniere ich manchmal noch mit Alex, da liegt jetzt heute nichts an, wir hatten gestern ja gerade Podcast. Und dann habe ich gleich noch ein Telefonat mit Attila, so heißt er. Also der, was manchmal vorkommt, ist, dass ein Firmen, Unternehmen, wie auch immer, anschreiben per E-Mail oder über Instagram oder sowas, ob man sich entweder eine Kooperation vorstellen könnte oder ob die einmal was zuschicken dürften, was man dann ausprobiert und vielleicht darüber was sagt in der Instagram-Story und sowas. Da sind manchmal ganz interessante Sachen dabei. In diesem Fall gibt es, glaube ich, eine Uhr. Ich höre mir das gleich mal an. Manchmal auch echt Schrott. Also was war es letztens? Irgendwas mit so Zahnbleaching-Gedöns. Ohne jeden Schrott behandeln. Ja, manchmal ist es ganz, ganz interessant. Und natürlich weiß ich auch, dass es nur so ist, weil Instagram so okay läuft und die eine oder andere Alex und meiner Wenigkeit folgt. Genau, jetzt kämpfe ich mich durch den Verkehr, telefoniere ein bisschen und bin gleich in the Box. So, in der Box angekommen. Mittlerweile ist es 20 nach 10, bummelig. Und da ist schon eine Sache, die sonst so nicht gegeben hätte. Ne? Also ganz früher, wer es noch kennt, habe ich um 5, halb 6 trainiert, eher 5. Das ist für mich jetzt undenkbar. Ne? Die Zeit nutze ich jetzt lieber sinnvoll. Ja. Schlaf länger, kuschel mit meinen Kids, das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen. Rückwirkend muss ich zugeben, bin ich manchmal auch so ein bisschen, dass ich sage, ey, war das echt zu schlau damals um 5 zu trainieren und dafür weniger Zeit mit den Kids, wobei da waren die eh noch klein und haben gepennt. Naja, wie auch immer. Also erste Einheit jetzt um fast halb 11, entspannt, schon eine Kleinigkeit gefrühstückt gehabt. Das Frühstück, von dem ich euch gerade erzählt habe, gibt es gleich, also ich nach der Einheit. Oh, brabbel, brabbel. Ich bin ein bisschen platt. Also gönne mir jetzt erstmal einen Kaffee hier bei Hard & Heavy. Und dann wird ein bisschen geballert, ne? Ist wirklich jemand da? Guten Morgen. Ja, so ist das, ne? Man kommt hier rein und wird, also es geht bei allen so, ne? Mitglieder kennen das. Erstmal direkt schlechte Laune, ja? Was willst du hier? Kreide benutzen oder was? Ich habe meine eigene Kreide da. Ich habe mir gerade alles sauber gemacht. Kommt der Pimmel. Guck, das ist ein Pimmel, ey. Ja. Mensch, ich freue mich. Ja, ich kann ja wohl ein bisschen Wade trainieren. Guck mal hier, wie traurig das ist. Ich werde nur kein Hallo, ich werde nur bepöbelt. Du hast immer nur Birkenstocks und Nike-Socken. Mach jetzt erstmal die Birkenmaschine sauber. Ist schon frech, was man sich immer so was gefallen lassen muss. Ne? Nur weil man ein bisschen älter ist als alle anderen. Oh. Ihr seht, das dauert alles, ey. Ich weiß es jetzt. Ne? Demnächst kommt schon der Kunde. Ich halte jetzt mal ein bisschen die Fresse. Ich gucke jetzt gerade mein Handy hier, was das Training, was mich da so erwartet. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ich bin raus. Meld mich dann nach dem Training wieder. Ohr juckt. Tschüss.
Französisch mit der Kamera. Komm mal, und jetzt darfst du. Manu bequengelt sich schon seit Wochen, er möchte auch mal mit ins Video etwas zu sagen. Endlich. So, sag doch jetzt noch. Kannst du mir mal. Mach deinen scheiß Kreide weg da und sieh zu, dass du deinen Platz aufräumst. Super Team forever, Bro. Wie ich schon sagte, ich bräuchte vielleicht eine neue Box, in der ich als der Athlet wahrgenommen werde, der ich bin. So, jetzt mal im Ernst. Also, wie ist denn das? 20 vor 12. Ich bin da so, ging ja schnell, ne? Dreiviertel Stunde. Das war mehr so, wie sagt man, Gymnastics, ne? Für die, die es interessiert. Darum soll es heute gar nicht gehen. Oh, ich wackel zu viel. Alex erschießt mich. Darum soll es ja gar nicht gehen. Aber das war Gymnastics. Für die, die es interessiert, geht es dabei immer darum, unter Vorermüdung eben Dinge zu machen. Ne? Das heißt, es waren immer diese 20 Double Dumbbell Snatches, Hang Snatches, into Ring Muscle Ups und danach hier diese 20 unbroken GHD Setups und danach halt in den Hands and Walk eben, um das Movement an sich nicht einfach nur zu lernen, sondern auch in der Vorermüdung, was ja im CrossFit, im Wettkampf manchmal vorkommt. Darum geht's. Jetzt kommt gleich mal nächster Kunde, der ist wie immer eine Viertelstunde zu früh. Stefan, ich weiß, du guckst unsere Videos. Ja, durch mit dem Training. Da will ich wieder die Socken ausziehen. Am Ende noch ein bisschen Rad gefahren wegen Fettverbrennung. Man kennt's. Ja? Das hat man davon, wenn man fit ist, aber nicht fit aussieht. Richtig, Manu? Richtig. Komme ich leider einen Ticken zu spät in meinem Personal Training mit Stefan. Den habe ich schon seit 14 Jahren, der kann damit mittlerweile umgehen. Dann stelle ich gerade fest, ich weiß nicht, wer von euch das da draußen noch kennt. Ich habe gerade hart geschwitzt, viel im Schritt und eine zweite Unterhose vergessen. Manu, kannst du mir aushelfen? Ja, das könnte tatsächlich? Sein. Nein. Ich muss mal gucken. So, ich gehe jetzt tatsächlich schlüpperfrei in meinen Termin. Immer noch hier in der Umkleide, hart und heavy. Eins wollte ich kurz noch da lassen. Das hier ist mein Frühstück. Kommt auf der Kamera nicht so rüber, wie es eigentlich ist. Das ist der Shit. Das werde ich gleich so wegatmen. Sonnenschein. Es ist jetzt, um den Tag mal so zu takten. Fast halb zwei, der Termin mit Stefan ist durch. Meine Fresse, das war eine Menge, wirklich eine Menge Warbur-Shots. Der gute Will auf den, der hat sich, glaube ich, qualifiziert, das heißt glaube ich, der hat sich qualifiziert für das Finale. Für den High Rocks, mein Lieblingswettbewerb. Für mich heißt es jetzt wieder Autofahren, das heißt ich fahre jetzt wieder zurück in mein trautes Heim, in mein Home Gym. Da wartet die liebe Susanne auf mich. Danach werde ich selbst noch mal trainieren, aber das seht ihr alles gleich. Ne? Hunger habe ich ein bisschen, da gibt es für mich gleich noch mal so eine kleine Zwischenmahlzeit. Ole, ole, bereite ich euch schon mal vor. Aber ums Essen geht es ja hier nicht. Also, um an dieser Stelle noch mal kurz zu vermerken, offensichtlich arbeitet der Fadi doch ein bisschen. Warum auch nicht? Brudi. Ein Hin und Her. Einsteigen, aussteigen, hast du nicht gesehen. Hier, jetzt bin ich zu Hause wieder, hätte das gedacht. Der Fadi, der lungert ja den ganzen Tag nur zu Hause rum. Ja, jetzt bin ich wieder da. Warte auf Susanne. Werd mir jetzt erstmal so schnell wie es geht, einen Schlüpper anziehen. Weil eigentlich ist das ganz. Meine Hand aufs Herz. Wie viele da draußen von euch Jungs mal gesagt, vergessen manchmal einen Schlüpper und gehen dann ohne Schlüpper nach Hause? So, erstens. Zweitens. Wie viele von denen, die gerade den Kopf nicken, denken sich eigentlich dabei, so schlecht ist das gar nicht. So, Susanne, Kundin, verabschiedet. Für mich heißt es jetzt schnell laufen gehen. Also ich splitte das Training heute ein bisschen. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit, bevor ich meinen Lütten vom Fußballcamp abholen muss, wo ich den ja vorhin vorbeigebracht habe. Dann schon wird es alles ein bisschen stressig. Trainieren, eigentlich müsste ich zum Beispiel das Fitness-Bundesliga-Workout machen. Das ist zum Schulter der Oberen, ich kann das mal zeigen. Sieht man das? Jetzt geht schon. Alter Schwede, da hatte ich, wer kennt das? Hier so, vom Re-Racken. Ich weiß nicht, das war so ein krasses Ei und ich kann da keine Hantelstange drauf ablegen, kann man das sehen? Da kann ich rumheulen. Aber das ist richtig kacke und ich fürchte, ich kann das letzte Quali-Workout Fitness-Bundesliga nicht machen. Oder wie legt man eine Hantelstange darauf ab, wird sich geben.
Man weiß es nicht. Also Sputen, ich nehme euch mal nicht mit zum Laufen. Was soll ich filmen, wie ich im Kreis laufe? Ich bin ja auch ungefähr, ja, ich bin bald wieder da. Und muss ich eh Nuri abholen, da, wenn ihr wollt, könnt ihr da wieder mit hinkommen. Boah, jetzt aber schnell. So, hätten wir das, den Lütten abgeholt. Jetzt schon wieder zu Hause, schnell was zu essen machen. Nächste Kunde kommt in, das ist Viertel nach vier. 16:30 Uhr, derweil, was auch immer mal vorkommt, ein Paket. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich bin nicht so der Internetbesteller. Man einfach irgendwelche Pakete kriegt. In diesem Fall ein Paket mit. Ja. Sorry, Alex. Es ist nicht Nike, es ist. Wolvig. Ja, abgefahren. Zwei Flaschen Wasser. Irgendein neues Wasser, das ich probieren darf. Manchmal wird man so kontaktiert und, ne, und manchmal wird einem einfach sowas zugeschickt. Neu im April 2020. War das nicht schon? Das ist auch vegan. Ja, mal gucken. Also, Wasser. So, jetzt essen. Ich habe nicht mehr so lange Termin. Was denn heute für ein Tag, weißt du? Da habe ich ewig viel Zeit, für euch mal so ein Full Day Off Wesigonich aufzunehmen. Was ist anders? Und will euch einen vollprahlen mit, wie entspannt mein Leben ist. Und dann erwische ich so einen Tag, ne? Ich habe das Gefühl, alles, was ich für euch aufgenommen habe, habe ich so husch husch. Sagt man das so? Husch husch. Jetzt gerade eben noch schön hier, sieht man das? Hängematte aufgebaut. Ich dachte, da chill ich mich ein bisschen rein und erzähle euch, wie das Leben so läuft. Funny Move, ihr kennt das. Und jetzt ruft, jetzt habe ich gerade einen Termin gemacht hier. Hat jemand PR'd, so ein Power Clean Komplex, der liebe Michael mit 50 Kilo. Sagt ihr, ja, aber PR ist PR und macht da richtig gut. Ja. Und danach, wer ruft an? Porsche. Wollte ich ja morgen schön den Wagen tauschen. Dachte so, ein bisschen Cayenne fahren, ist ja irgendwie ganz nett. Aber irgendwie war der Wagen fertig. Ich hätte ihn morgen abholen können. Irgendwie bin ich aber ja auch froh. Ah Gott, schade halt die Fresse. Oh, Fadi, du bist so unsympathisch. Digga, ich liebe die Karre ja so, ne? Doch, immer geil. Wieder auf richtig hübsch gemacht. So, alle Ditscher weg. Darf man das zeigen oder ist das dann wieder zu prollig? Neidhammel. Felgen wieder richtig schicki, licki. Jedenfalls konnte ich dann vorhin das Auto abholen und das war dann irgendwie auch ganz cool. Mittlerweile ist es 6:30 Uhr. Jetzt ist gleich Abendbrotzeit. Ich muss eigentlich nachher nochmal an die Gewichte. Zum Glück nur so eine Pump-Session. Aber das wird alles sehr spät. Dann kommen so kleiner. Typischer, die Väter unter euch werden euch das kennen, werden es kennen oder die Eltern unter euch. Nur, mein ganz Kleiner hat vorhin nach dem Kindergarten gefühlt 3 Stunden gepennt. Es sei mir gegönnt. Aber die Eltern unter euch wissen, was das heißt für die Nachtruhe. Das heißt, der geht sicherlich nicht um 8 ins Bett, legt sich hin und pennt ein, sondern da ist nachher noch richtig Remi-Demi. Das heißt, nächste Session steht in den Sternen oder wird spät stattfinden. Aber was immer da passiert, jetzt guckt ihr alle unten auf den Verlauf. Oh, nur noch 3 Minuten. Offensichtlich hat er nicht mehr trainiert. Oh, noch 10, 15 Minuten. Offensichtlich ist da abends noch was passiert. Jetzt begebe ich mich erstmal an den Abendbrottisch ohne Kamera, denn Family Life und ihr kennt das. In Ruhe essen ist mit Kindern sowieso schwer genug. Aber mein Leben ist so entspannt seit Corona. Guten Hunger. Ihr müsst auch denken, ich stelle mich an. Ne? Das Einzige, was ihr seht, ist ja, dass ich mich zwischendurch immer mal melde. Family hat Armbrot gegessen. Ich glaube, was zu essen. Wie interessiert es? Ich habe auch schon gegessen, werde aber tatsächlich, wenn die Kinder im Bett sind, jetzt gerade, es ist noch vor 8, also 7:55 Uhr, da dürfen die Kinder gerne noch mal ein bisschen toben. Das tun sie auch, was Kinder so machen. Der Kleine spielt irgendwas, macht mit Duplo-Steinen rum und Tüllü und baut Riesenhäuser, die dann wieder kaputt gehen. Und der Große, der liest. Von wem er das hat, wüsste ich auch zu gern. Ja, ich werde danach noch
Also die Kamera demnächst mal beiseite legen, werde dann nachher noch, wenn die Kinder schlafen und alles, werde ich noch mal ein bisschen an die Gewichte und rein Kraft pumpen, in Fachkreisen auch Push and Pull genannt, das heißt, ich werde Gewichte wegdrücken und wieder ranziehen und das in sämtliche Richtungen und in sämtliche Bewegungen, nach oben, nach unten und so weiter. Das ist echt nicht so spannend. Also jeder von euch, der kein CrossFit macht, der macht das regelmäßig. Labarababa, Schakel, ich gucke jetzt hier seit 30 Minuten zu. Jetzt erzähl mir doch mal endlich, wie verdienst du dein Geld? Das ist eine gute Frage. Es ist immer schwierig, über sowas zu reden, weil da geht es ja irgendwie auch immer indirekt um Geld. Und in Deutschland spricht man ja nicht über Geld. Ich weiß aber natürlich, ich werde natürlich öfter mal gefragt, wobei es, glaube ich, gar nicht darum geht, dass es mir gut geht oder so. Guck mal, wie drücke ich mich da aus? Sondern das Ding ist, glaube ich, nur, dass wenn man im Sportbereich tätig ist, Personal Trainer ist, dann ist es halt immer gleichgesetzt mit, ja, irgendwie nichts geklappt, also machst du halt so Personal Training und toll ist das nicht, aber immerhin. Und auch mir wurde natürlich als junger Mann davon abgeraten. Ich weiß auch nicht, ob ich meinen Kindern dazu raten würde. Heutzutage, jetzt will ich keine auf die Füße treten. Heutzutage, oh Gott, ist es ja auch mehr so, dass, was ich so erlebe, ist, jeder und seine Mutter Personal Trainer werden kann. Im Grunde kann auch jeder Personal Trainer werden, denn der Begriff Personal Trainer ist nicht geschützt. Also auch du kannst jetzt eine Internetseite erstellen und sagen, ich bin Personal Trainer. Warum es bei mir so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist immer schwer zu sagen. Also erstmal hatte ich auch viel, viel Glück. Das heißt, ich hatte, ich habe früher schon mal angefangen und wusste nicht so noch in welche Richtung. Oh, ich bin jetzt Personal Trainer und was mache ich denn und wie mache ich das? Und dann war ich erstmal Gerätetrainer in so einem wirklich schlechten Fitnessstudio und da tingelt man so rum und ja, denkt sich natürlich auch manchmal, das war's jetzt. Und irgendwie habe ich aber immer, also ich bin nie so richtig auf Kundenfang gegangen, falls das die Frage ist. Ich bin nie so richtig auf Kundenfang gegangen, sondern war immer, immer davon gelebt, dass Leute mich angesprochen haben aus Interesse und sich das aus Gesprächen ergeben hat. Ich habe also nie Flyer verteilt. Ich habe eine Internetseite, aber die pflege ich schlechter als meine Mobility. Also war ich einfach immer, mir war immer wichtig, dass ich nicht dieser typische Person-Trainer bin, die ich natürlich auch wahrgenommen habe. Das heißt, die Leute, die um ihren Kunden rumhüpfen, ja, sowas, das machst du richtig gut, ganz groß, ja, super, hüpf, 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 rum, super, ja, komm, einen schaffst du noch, Rambo, komm, du mal. Kennt ihr die? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. In meiner Welt sieht man öfter solche Leute. Fand ich immer schon unfassbar peinlich und wollte ich irgendwie nie machen und war auch nie, weißt du, die haben dann irgendwas abgespult und wenn das Training zu Ende war, sind die runtergefahren und waren ganz jemand anderes. Ob es gut ist oder nicht, bei mir war es immer schon so, dass ich immer hundertprozentig ich war und das Einzige, was mir wirklich wichtig war, und mir war es immer wichtig, durch Leistung zu überzeugen. Also mir war wichtig, dass der Kunde seine Ziele erreicht und besser wird. Und da waren natürlich auch mal Kunden bei, die wollten aber eigentlich am Arsch geleckt werden, positiv, und die wollten entertained werden, aber das gibt es eben bei, weiß ich auch nicht. Ich kriege jetzt ein paar Namen aus Hamburg nennen, aber die kennt ja eh keiner und ich will auch keinem ans Bein pissen. Die schimpfen sich dann selbst härtester Trainer Deutschlands oder schimpfen sich selbst härtester Trainer Hamburgs oder weiß ich auch nicht, Maschine hier, Maschine da. Digga, darum geht's doch gar nicht. Naja, und so hat sich das irgendwie ergeben, dass die Kunden, die ich hatte, dass die, wer mich schon mal bei der Arbeit erlebt hat, ich bin relativ entspannt, sitze da, manchmal esse ich was, trinke was, mir geht's halt wirklich um die Arbeit an sich. Und so hat sich halt ergeben, dass ich die Kunden, die ich hatte, die dann irgendwie aufgrund der Leistung zufrieden waren. Und ich habe also die meisten ersten Kunden, die ich hatte, habe ich immer noch. Also ich habe hier Stefan, ein paar von euch, die mich so live sehen manchmal in der Box, die kennen den, den habe ich seit 14, 15 Jahren. Dann Thomas ist mein Steuerberater ganz nebenbei, 14, 15 Jahre. Also ich habe einige Leute über 10 Jahre. Das heißt, meine Fluktuation ist nicht so hoch, ich kann also anders planen, erstens. Zweitens habe ich es immer schon so gehandhabt, dass ich mir meine Leistung bestätigen lasse. Also ich habe nie so 10er-Pakete verkauft, sondern im Grunde haben meine Kunden immer die Möglichkeit, jede Woche aufzuhören. Das heißt, die können
Ich sage immer in der Woche, wie sieht's aus nächste Woche, und dann können die sich spontan entscheiden, ob sie wollen. Vielleicht sagen sie auch einfach, du, tut mir leid, ich bin raus. Das sorgt dafür, dass ich mir natürlich Mühe gebe und Ziele definiere, und irgendwie klappt das ganz gut. Ja, und um die eigentliche Frage einzugehen, als ich angefangen habe, habe ich wirklich jeden Termin gemacht. Das heißt, ich stand um 4:30 morgens hier in Hamburg an der Alster und bin mit Bernard, hieß der, ich weiß nicht, ob der hier zuhört, wahrscheinlich nicht, der Franzose, wer hätte das gedacht, bin mit Bernard um die Alster gelaufen, wenn jemand angefragt hat, um 5:30, Termin habe ich gemacht. Und dann habe ich tagsüber gearbeitet, ein bisschen trainiert, gearbeitet, Termine, hatte also wirklich viele Termine, und habe meinen letzten Termin dann manchmal um 23 Uhr gehabt. Das war sicherlich, das Pensum würde ich heute nicht mehr wuppen, und irgendwann hat mein Körper sich auch mal gemeldet und gesagt, naja. Aber was ich sagen wollte war, ich hatte Glück, also hatte dann zum richtigen Zeitpunkt auch, sagen wir mal, etwas bekanntere Kunden, die mir dazu verholfen haben, dass andere gesagt haben, oh, wenn die mit dem trainiert, dann will ich auch mit dem trainieren. Das hat mir natürlich geholfen, aber am Ende war ich auch einfach, auch das muss man vorsichtig formulieren, ich war einfach fleißig. Wenn also jemand kam und gesagt hat, kannst du dir vorstellen mit mir, oder traust du dir dazu, das und das zu machen, dann habe ich einfach erstmal ja gesagt und es dann halt gemacht. Uhrzeiten gibt es immer, und ich habe auch Samstag und Sonntag gearbeitet, machen andere auch so, sage ich, rede jetzt nur so über mich. Und nun weiß man ja wahrscheinlich, was eine Personal Trainerstunde so kostet. Da ist ja alles dabei, ne? Also da gibt es ja auch ganz gern was für 50 Euro. Es gibt ja auch ein paar ganz hier Deutschlands härteste Trainer, auch gern für 150 Euro, da will ich keinem auf die Eier treten, aber liege ich drunter. Und da hatte ich auch einfach Glück, dass ich gesagt habe, okay, ich habe zum richtigen Zeitpunkt eine Wohnung gekauft und zum richtigen Zeitpunkt die Wohnung wieder verkauft, sowas spielt ja auch noch mit rein. Habe dann ein Haus gekauft, habe das zum richtigen Zeitpunkt wieder verkauft und habe dann Glück gehabt bei der Haussuche, damit meine ich das Haus, in dem ich jetzt wohne. Da gehört natürlich auch eine Menge Glück zu, ne? Aber über Geld redet man nicht, deswegen ich sage mal, ich habe hauptsächlich Glück gehabt, aber hier und da vielleicht auch mal nicht ganz doof reagiert. Und jetzt natürlich auch hier und da die Möglichkeit, und das mache ich auch schon länger, Geld zu verdienen, indem ich nicht immer selbst arbeite, sozusagen. Das heißt, es gibt eben auch Kunden, die wollen vermittelt werden, es gibt Trainer, die wollen vermittelt werden, es gibt größere Firmen, die beanspruchen Firmenfitness für sich zum Beispiel. Die brauchen also auch ihre Trainer, das mache ich sozusagen dann nicht selbst, sondern habe dann Trainer, die ich vermitteln kann. Und da hat man dann eben so seine Fingerchen drin. Klingt beim Kanacken immer gleich kriminell. Aber so ist es halt. Und jetzt kommt noch dieses Crossfit dazu, und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und irgendwie ergeben sich auch immer irgendwie Möglichkeiten, hier und da nochmal 10, 15 Euro zu verdienen. Ja, und so ist es okay, dass ich mit meinem Job den Kühlschrank voll bekomme. Meine Kinder haben was zu essen, schlafen gleich unter einer anständigen Bettdecke, und das ist cool so. Alles andere ist ein Plus und war nie so geplant, aber ist so, dass ich es natürlich feiere. Ach so, eins noch. Falls es auch ein bisschen in die Richtung geht und da draußen es Leute gibt, die sagen, ich will auch Personal Trainer werden. Ich bin ja keine Berufsberatung. Aber was ich immer jeden Tag bedenke, ich denke jeden Tag daran, es könnte morgen auch zu Ende sein. So ist es nämlich als Selbstständiger. Es könnte, jetzt war Corona, da habe ich aber 3 Tage nicht schlecht geschlafen. Aber man muss eben auch, und darum geht es eigentlich, flexibel sein und grateful, sagt man das so, dankbar. Also immer mit allem rechnen. Zum Beispiel habe ich am allerersten Tag, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich am ersten Tag, zweiten und dritten und so weiter, immer aufgeschrieben, am Ende eines Tages, was ich netto verdient habe. Das habe ich mir so angewöhnt. Das übt irgendwie so ein bisschen Druck auf mich aus. Also entweder belohnt es mich und sagt, ja, war ein guter Tag, oder es übt Druck auf mich aus und sagt, ja, das war aber nichts. Das ist eine eigene Art von mir, und das mache ich bis heute. Und das sorgt irgendwie dafür, dass ich zumindest immer wachsam bin, und sorgt auch dafür, dass ich einfach versuche, immer flexibel zu sein. Also ich kann nicht so flexibel sein, weil ich Kinder habe, und mittlerweile habe ich auch viele Kunden, die flexibel sind. Vielen Dank dafür übrigens. Aber ich versuche, mich immer auf alles einzustellen, und so klappt es eigentlich. Aber wahrscheinlich habe ich auch einfach nur Glück.
Sekunde hört das Video jetzt auf, wo es angefangen hat, in meinem Arbeitsbereich. Auch das hat sich, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, so ein bisschen geändert. Ne? Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ich habe gerade geduscht, 10:45. Also heute Morgen hatte ich meinen ersten Termin hier morgens mit Britta am Rechner. Jetzt ist es 10:45, also ein paar Stündchen später und ich sitze wieder am Rechner. Denn heute ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Mittlerweile, und das hat sich dank Corona auch geändert, ist jetzt einfach anders, habe ich nicht nur ein, zwei oder drei Trainingspläne, die bis zum Wochenanfang fertig sein dürfen, sollen, müssen, sondern ist ja egal wie viele, jedenfalls ein paar mehr. Das heißt, damit alle ihre Pläne bekommen und all meine Athleten da draußen wissen, die Pläne gibt es oft erst Sonntagabends, setze ich mich jetzt langsam ran, bearbeite Feedbacks. Also ich bekomme quasi jeden Abend, jeden Abend ja zum Glück nicht, aber immer zum Ende der Woche trudeln die Feedbacks ein. Ich lasse mir also schriftlich Feedback geben, das ein Video schicken, wie die Workouts laufen von den Lifts und so weiter. Und das ziehe ich mir jetzt alles rein, mache mir meine Notizen und bereite die Trainingspläne meiner Athleten vor. Das heißt, heute wird noch kein Trainingsplan fertig, wahrscheinlich nicht, aber ich werde das Ganze vorbereiten, damit die Dinger rechtzeitig fertig werden. Ja? Vor Corona hätte ich jetzt schon tief und fest geschlafen, aber vor Corona wäre ich auch in 5 Stunden, 7 Stunden, weiß ich auch nicht, schon wieder aufgestanden. Das ist morgen anders. Morgen lasse ich mich von meinen Jungs wecken. Der Große bringt mir wieder Kaffee ins Bett, wenn er Bock hat. Und der ganze Kram fängt von vorne an. So, jetzt aber auch hier Schicht im Schacht. Sieht man zu, dass in die Eier kommt. Es reicht, wenn der alte Mann wach ist. 1-2 Stunden mache ich noch. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe, glaube ich, gar keinen roten Faden gehabt, sondern einfach drauf losgesabbelt. Ja. Lasst ruhig einen Kommentar da. Ihr kennt das Spiel. Ne? Liken und so weiter. Kommentar da lassen, völlig egal was. Fragen immer raus damit. Auch gerne dumme Fragen. Und doch, es gibt dumme Fragen. Hauptsächlich gerne raus. Oh, ich merke schon, ich will nicht aufhören zu sabbeln, denn sobald ich diese Kamera ausmache, muss ich mich in die Arbeit setzen. Also,